So, und willkommen zurück hier zu Endless Legend mit Timmy. Hallo. Und mir. So. Ich muss mich gerade ein bisschen zurechtlegen. So, wieder hinlegen in meinen Stuhl. Habe ich keine Nebenfraktion in meinem Gebiet? Naja, ich erkunde erstmal am besten ein bisschen hier weiter. So, gehe ich hier rüber, erkunde da ein bisschen. Wow, mein Anfangskontinent scheint relativ groß zu sein. So, den Glasstahlextraktor haben wir jetzt gebaut. Das heißt, wir kriegen jetzt jede Runde einmal Glasstahl. Jetzt läuft die Kanalisation und dann werde ich mir, glaube ich, direkt mal einen Siedler bauen. Und den nächsten Kontinent klar machen. Ich bin auch schon dabei. Ja, dauert noch neun Runden. Aber ich kaufe mir die ersten. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee. So, Einblick in eine neue Ära. Ja, wir sind in Ära 2 gelandet. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Hä? Warum bin ich denn schon in Ära 2? Bin ich doch noch gar nicht. Ich kann schon Ära 2 anwählen. Die Taten kann ich anwählen. Ah, Friedensverträge anbieten. Da habe ich es ja. Das wollte ich. Wir müssen hier erstmal noch ein bisschen forschen. Sobald wir das hier voll haben, können wir hier was lernen. Kenne ich gar nicht. Gefangene Sklaven, Freiwillige. Hä? Wo bist denn da? Bei Ära 2, bei der Forschung. Wo ist denn das? Ganz links. Ach, Gefangene Sklaven, Freiwillige. Also ich kann da nichts lernen, ich sehe nur die Heldentaten an der Seite. Weil in der Mitte sind auch noch diese Striche. Du hast 5 von insgesamt 9 Projekten zum Freischalten dieser Ära abgeschlossen. So, bin ich schon gelaufen? Nein. Alter. Bisschen weitergehen, so. Und eine Nebenfraktion entdeckt, die Augenlosen. Sehen sehr schick aus. Da haben wir sie, auf unserem Kontinent. Entdeckt, ausgerottet werden die. Jetzt wollte ich mal hier schauen. Der Siedler wird uns kosten 491. Ja, bei mir ist es sogar schon 700. Echt? Ja. Wie viele Einwohner hast du denn jetzt schon? 3. Ich kaufe mir jetzt noch, jetzt habe ich 5. So, hier sieht man jetzt also 33 pro Runde und mit dem mehr 38 pro Runde. Und, den kann ich noch einen Schritt bewegen, so. Passt. Wir haben, das Studium abgeschlossen, als nächstes kommt Sprachplatz. Was haben wir hier noch? Ach, der Held ist aufgestiegen. Schauen wir doch mal. Jetzt können wir den skillen. Wir haben zwei Punkte, scheiße, hätte ich eins verteilen können. Das ist so gesehen unser Rumlauf- und Erforschheld. Ja. Mach ich mal. Schwer. Geh jetzt mal hier den Weg. Also 10 Abwehr auf Feld und nochmal 25 Leben auf Einheiten. Übernehmen. Klack. Und jetzt schicken wir die doch mal hier zur Fraktion. Ach, wir können noch gar nicht mit denen irgendwie was anderes außer angreifen, weil wir noch nichts freigeschaltet haben zum Handeln und so weiter. Also angreifen. So, ihr seht, wir sind ganz schön überlegen. Das sind die Gegner. Ich mache jetzt nochmal, um das zu zeigen, manuellen Kampf. Das ist schön, dann ändert sich direkt das Gebiet, wo man eh ist, zum Schlachtfeld. Dann kann ich den auch weiter rüber. So, Aufstellung erledigt, bereit. Ihr greift den an. Ja, das Dumme ist, in den kommen wir nicht. Ja, wir machen erstmal alles auf einen. Unsere Miliz ist diesmal nicht dabei, die sind zu weit weg. Das Schöne ist, man kann auch hier unsere zerbrochenen Lords einfach mit Dust heilen. Geld reicht denen vollkommen aus. Die können nichts machen, ist ja alles belegt hier.
So, Zielsystem. Ich würde sagen, wenn die beiden den angreifen, reicht das. Die gehen auf den hier. Da steht nur einer. Der schafft tatsächlich den Angriff noch aufzuhalten. So, die sind hinne. Die können jetzt vorrücken und hoffentlich... Ne, das wird nicht reichen. So viel Schaden machen die leider nicht. Aber das war's jetzt eh. Ist down und Kampf gewonnen. Tada! Sieg! Einheiten pro Erfahrung pro Einheit 6,1 CP. Und damit haben wir die ausgerottet. Und da müssen wir noch da oben lang. Da war auch nicht entdeckt. Ah, das ist eine Ruine. Okay, machen wir die als nächstes. Zug beenden. Ich bin wieder der Letzte hier. Ah, jetzt haben wir den Imperiumsplan. Wir haben gerade mal 34 Einflusspunkte. Und wir bräuchten jetzt zum Beispiel 20, um hier hinzugehen. Oder 20, um hier hinzugehen. Oder halt zum Beispiel, um mehr daraus zu machen. Ja, kommen wir gerade nicht, weil wir haben nicht mehr. Achso, haha, haben wir eh noch nicht freigeschaltet. Da wir eh auf Kohle aus sind, gehen wir auf plus 3 Dust pro Dorfbewohner auf Städte. Übernehmen und da verdienen wir schon 34 pro Runde. Den wollte ich noch holen. Ah ne, scheiße, wir haben eine Quest bekommen. Stelle mehr als insgesamt eine Anomalie in deinem Imperium. Hä? Eine Anomalie? Alle falschen Anomalien. Das verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, was mit Anomalie gemeint ist. Ich auch gerade nicht. Das habe ich nämlich auch. Ich soll 4 Stück, glaube ich, machen. Ja, das ist gerade eine gute Frage, was eine Anomalie ist. Ja, eine Anomalie. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt auch nicht. Also ich kann nichts bauen in meiner Stadt, was Anomalie heißt. Oder gibt es bestimmte Sachen? Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, das finden wir jetzt noch raus. Aber ich mache erstmal Zugende. So, eine Runde noch, dann haben wir die Kanalisation. Boah, warum kostet der denn immer mehr? Die Siedler? Ja. Kommt mir so vor, als würden die immer teurer werden. So, Kanalisation steht. Glücklich auf 80. Das erhöht später halt auch unsere Produktion und unsere Ressourcen. Und wenn wir zum Beispiel, wenn die unglücklich wären, dann würden wir halt Minus kriegen und dann würden wir weniger Industrie haben, weniger Geld. Jetzt haben wir hier zum Beispiel 54 das pro Runde. So, nächste Runde. Direkt weiter. Da ist noch eine Ruine. Bis jetzt sind alle Grenzen von mir unbewohnt. Bei mir scheinbar auch. Mist, da war nichts in der Ruine drin. So, jetzt holen wir uns die Ruine. Damit haben wir auch unser Gebiet komplett erkundet. Ja, ist echt ziemlich groß. Radalta. Wie heißen denn die Inseln bei dir drumherum? Also ich habe hier einmal Metanch. Ich habe Medoran. Nee, Medordan und Ranf. Ranf. Bei mir ist Skatallen oder Skatollen. Skatallen. Das ist so ein Eisgebiet bei mir. Jetzt können wir noch hier die Ruine. Nichts drinne. Was eine Scheiße. Hatte ich auch gerade.
Ah, jetzt können wir zum Beispiel einen Goldschub aktivieren. Minus 50% auf Stadtunterhalt, plus 5 auf Städte. Das sind die Luxusressourcen. Die haben jede halt einen anderen Effekt. In dem Fall ist das hier halt die Luxusressource Gold. Minus 50% auf Stadtunterhalt ist ja gut, ne? Ich aktiviere einfach mal. Ja, und jetzt haben wir anstatt 54, 59 und halt Zufriedenheit für unsere. Unser Städtchen sind auf glücklich für 10 Runden. Wie sieht's eigentlich aus hier? Dein Fortschritt 10 von 30 sind auf Rang 2 von 6. Könnte ich denn hier in der Stadt, hier hinten könnte ich noch ein paar Luxusressourcen anbauen. Färbemittel, Titanit. Ja, das wäre ganz cool. Das brauchen wir nämlich noch. Und das kaufe ich jetzt auch. Also hier kann man sofort Kauf so gesehen machen. Und dann bewegt der sich doch erstmal hier auf den nächsten Kontinent. Eine neue Nebenfraktion, die Ceratan. Wow, die sehen echt eklig aus. Da sind sie. Dafür müsste ich da runter, ne. Und Zugende. Falls ihr Fragen zum Spiel habt oder irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir versuchen das so gut wie möglich zu beantworten. Alles wissen wir leider auch noch nicht, aber wir fummeln uns da schon rein. Du hast fummeln gesagt. Ja, damit ich jetzt wissen müssen. Nebenfraktion Ursess. Da können wir auch eine neue Einheit lernen, aber das lohnt sich, glaube ich, noch nicht so. Ah, oder habe ich... Nee. Hier wäre ein Platz auf Miliz, falls wir es erforschen und dann auch noch bauen. Da ist der Söldnermarkt, da kann man neue Helden kaufen und den werde ich jetzt auch direkt mal erforschen, damit ich mir einen zweiten und einen dritten Held noch besorgen kann. Ich freue mich auch tierisch auf Endless Space. Das ist auch so ein gutes Spiel. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ja, wird Hammer, wird Hammer. Wenn dir Endless Legends gefällt, dann gefällt dir auch Endless Space. 7 von 8 Technologien, also mit der nächsten haben wir die Quest dann auch abgehakt. Ich würde hier gerne mal eine neue Fraktion entdecken. Und da ist noch eine Ruine, die krallen wir uns auch. Zugende. Noch sind wir relativ sicher. 2 Runden, dann haben wir einen Siedler, dann holen wir uns das schöne Gebiet hier. Und ich denke, wenn wir hier fertig haben, erstmal hier so ein bisschen erforschen. Ich glaube, wir sind auf einer Insel. Wir haben ja auch die Weltkarte random gemacht. Das heißt, ja. Es kann auch sein, dass jeder eine eigene Anfangsinsel hat. Muss aber nicht. Kann auch Zufall sein. Habe ich das jetzt angenommen? Scheiße. Ist das Luxus? Die holen wir uns jetzt als nächstes noch. Kann sein, dass hier oben einfach weitergeht, aber ich schätze tatsächlich, dass ich auf einer Insel bin. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, hier geht's nicht weiter und hier könnte auch Ende sein. Ist natürlich cool, ne? Also teilweise cool, für den Anfang wäre es ganz praktisch. Oh, der Winter beginnt. Shit. Also ja. Winterbeginn, ihr seht schon, Winterbeginn macht beschissene Sachen mit uns. 50% Bewegungsgeschwindigkeit einbußen auf unsere Einheiten. Minus Produktion, minus Nahrung, Nahrung ist uns scheißegal, minus Dust, minus Sicht auf Stadtkachel und minus Sicht auf Einheiten. Also alles ein bisschen eingeschränkt und langsamer jetzt. Ihr seht, ich kann nicht mal mehr bis dahin gehen, ich kann nur bis dahin gehen. Hier seht ihr schon die Felder, Produktion ist ja alles minus 1, das heißt hier ist alles 0 jetzt. Das heißt, unsere Stadt müsste auch sehr wenig Produktion haben. Ja, der Siedler ist auf einmal wieder bei 2 Runden. Aber wir haben Money und holen uns jetzt doch mal noch ein Bevölkerungswachstum. Und die packen wir rüber. Ah ne, dann dauert das 4 Runden, ne. So ist besser, dann dauert es nur eine Runde. Und ja, Zugende. Mein Siedler ist fertig. Hast du schon einen Siedler? Warte. Ja, ich habe meine Stadt gerade gebaut, die zweite. Sehr schön. Ich schicke meinen jetzt gleich los. Ja, dauert natürlich jetzt ein bisschen länger. Hier mein Siedler und ich hätte gerne hier irgendwo eine Stadt, also schicke ich den schon mal in die Richtung.
Färbemittelextrakt, glaube ich, noch gebaut für eine Luxusressource. Und hier sind wir im Moment. Oh, Rang 4. Jetzt haben wir jetzt erstmal mindestens 30 Einheiten an Luxusressource bei Zugende. Okay. Das können wir uns wahrscheinlich in die Haare schmieren. Da sind wir auch schon Platz 2. Oh Gott. Ja, müssen wir sehen, wie es läuft. Den schicken wir jetzt zur Ruine. Na, nichts gefunden. Ganz dolle. Boah, das Gebiet ist auch so riesig. Ach nee, das ist eine Grenze, okay. So, und den hier hoch. Scheiß Winter, ne? Der kommt mir gerade echt ungelegen. Also hier sieht es schon mal aus wie eine Insel. Hier geht's nicht weiter. Ich könnte die auch mal heilen. So. Gut, dass wir uns nicht mit Nahrung rumscheren müssen. Tja. Nicht so wie andere. Ich würde ja gerne jetzt anfangen, nächste Runde den hier zu bauen, aber 34 Runden! Ach du Scheiße. Ja gut, das ist jetzt, weil Winter auch noch dazu gekommen ist. Oh nee, das wollte ich gar nicht. Shit. Hä? Wieso habe ich auf einmal wieder einen... Ach so, der Siedler verbraucht ja einen Dorfbewohner. Hab ich ganz vergessen. Ja, ein Siedler verbraucht einen Dorfbewohner, deswegen haben wir nur 5 anstatt 6. Hab ich vergessen. Das ist eine Nebenfraktion, aber nichts Besonderes. Das heißt, der geht erstmal hier in 6 Runden, nur um da runterzukommen. Das Dumme ist, wir wissen erstens nicht, wie lange der Winter geht. Und zweitens... Ja, es ist jetzt ein bisschen doof mit Städte bauen, weil da immer natürlich Produktion 0 steht, obwohl da eigentlich Produktion wäre. Man sieht halt gerade sehr schlecht. Ich würde glatt sagen, hier 3 Produktion, 4, 5, 6, 7 Produktion, 8 Produktion. Hier ist eine Insel, scheiße. 9 Wissenschaft, 7 Gold. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist genau umgekehrt, ne. Oh, das sieht doch interessant aus. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Industrie, 11 Wissenschaft, 10 das und 10 Zufriedenheit. Ich würde sagen, das ist doch mal ein optimaler Start für eine Stadt. Oh, der Winter ist schon wieder weg. Mhm. Das war ein kurzer Winter. Zum Glück, ich hasse Winter. So, ihr seht, ich habe jetzt in der letzten Folge schon einen Weg eingegeben, den der machen soll. Jetzt sind es nur 2 Runden statt 6. Und wenn man will, dass die Leute ihre Züge gehen, wie zum Beispiel eher hierhin und da zur Stadt, wenn man viele Einheiten hat, dann kann man einfach hier die Benutzungspunkte machen. Da laufen ihre Wege automatisch ab, die ihr eingegeben habt. Und da steht auch schon die nächste Stadt. Metan. Was ist ein scheiß Name. Und Radalta. Achso, das ist automatisch der gleiche Name wie der Kontinent. So. Jetzt haben wir tatsächlich hier, können wir direkt mal 2 Dorfbewohner dazu knallen. Und hauen hier, denke ich mal, als erstes... komm, eine Kanalisation, damit die glücklich sind. Weißt du, was wir auch mal spielen können? Ich sehe das gerade, weil ich mein Steam-Bibliothek offen habe auf dem anderen Bildschirm. Was ich habe hier noch auf meinem PC Family Guy Back to the Multiverse. Das ist auch geil. Ja, das wäre auch was. So, ich würde jetzt tatsächlich gerne das hier bauen, was natürlich scheiße viel Produktion kostet. Und falls es ein anderer baut, ist es weg und wir haben verkackt. So, in die Richtung erweitern wir jetzt die Stadt. Und jetzt packen wir mal unsere Typis alle schön in die Produktion rein. Und da jetzt sind es nur 16 Runden. Also wenn ich das mal rüber packe, sind es 69 Runden. Und hier zurück sind es 16 Runden. Das ist schon ein Unterschied.
Und ja, kaufen wäre ein bisschen teuer. 1700 Dust. Ja, ich mag das Spiel. So, wir haben den Seltenermarkt erforscht. Der Färbemittel-Extraktor ist da. Wir haben die Quest abgehakt. Toll. Als nächstes erforscht 12 Technologien der Forschungsära 1. Oh, und was haben wir hier? Hä? Ich habe eine Anomalie gebaut. Aber okay, ich weiß wie nicht das wie. Denn? Ach, scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Färbemittel-Extraktor gebaut als letztes in der Runde. Das ist auch erforderlich, um den Nidia-Krieger zu heilen. Erzeuge 83 das pro Zug in deiner Stadt über 5 Züge. Ja, ist gerade ein bisschen doof, weil ich alles in die Produktion geballert habe. Okay, wir brauchen hier auch noch ein paar Sachen zum Erforschen. Noch sind wir nicht im Krieg. Das ist alles noch relativ egal. Produktion, da gehen wir jetzt drauf. So, und jetzt müssten wir hier, da haben wir ihn, unseren Markt haben. Da können wir zum Beispiel neue Helden oder Einheiten. Hier haben wir Einheiten. Hier könnten wir neue Helden kaufen. Vorräte. Ach nee, das geht noch gar nicht. Also wir können nur Einheiten und Helden. Das können wir noch mit Forschung erweitern hier. Und dann kann man hier zum Beispiel sehen, die könnten wir kaufen. Für 13 Runden exklusiv. Kann man drauf gehen und dann sieht man halt, was die so alles Schönes kann. Aber ich werde erstmal nichts kaufen hier. Die Unerschütterlichen sind eine Stufe aufgestiegen. Und das läuft. Wo ist mein der da? Lauf, Schlampe, Runde zu Ende. Okay. Legendäre Tat fehlgeschlagen. Irgendjemand hat als erstes die 30 Einheiten einer Luxusressource bei Zugende gesammelt. Ich war's nicht, warst du's? Nee. Okay. Dann haben wir beide verkackt. Du hast die Nebenfraktion entdeckt, die Augenlosen. Ey, die hab ich gerade vernichtet. Und schade, das heißt, das, wie man sieht, blau hat es geholt, wie auch immer blau ist. Bist du nicht blau? Ja. Oder habe ich sie vielleicht auch geholt? Ja, aber kann sagen, hast du sie geholt? Du hast sie geholt. Das würde erklären, warum es bei mir nicht angezeigt wurde. Dann müsste aber eigentlich kommen, dass du das geholt hast. Ich habe sie auch weggeklickt aus Versehen. Oh, hier sind wir Rang 3 von 6. Aber es gibt noch hellblau, ne? Nee, das ist dunkelblau. Oh, dann war ich das. Uhu. Ja, dafür hast du jetzt den Bonus bekommen. 120 mal Wein oder so. Oder 130. Ne, 130 mal Gold hast du bekommen. Ist ja nicht verkehrt, ne? Nee. Vor allem, weil ich gerade wieder so viel Gold für Siedler ausgegeben habe. Aber es ist scheinbar wirklich eine Insel-Map. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Also wir können die jetzt hier, wir können Friedensverhandlungen mit denen machen, wir können die einfach angreifen oder wir können sie bestechen. Scheiß drauf, ich greife die an. So, oh, die sind das. Demons. Jetzt mache ich mal Autokampf, dann seht ihr. Auto, bereit. Und tada, es läuft automatisch ab. Keiner von uns gestorben. Was? Einer von denen hat überlebt? Dann müssen wir tatsächlich die nächste Runde nochmal angreifen. Wie geht das denn, dass einer überlebt hat? Oh, nicht gesehen. Jetzt müssen wir wieder warten. Ah, scheiße. Ich glaube, die zweite legendäre Tat hole ich auch nicht. Ich könnte mal schauen, aber ich bin da. Rang 3 von 6. Also irgendeiner ist weiter als ich in der Hinsicht. So, angreifen. Der letzte Auto bereit. Nicht manuell Auto hier. So, abgehakt. Der hat ein Level up. Die sind erledigt. Und da unten haben wir noch ein paar. Da gehen wir jetzt hin. Wir könnten unsere erste... sind das denn dieselben? Katsanji. Wir könnten hier jetzt unsere erste Nebenfraktion assimilieren. Also uns einverleiben.
Die Augenlosen zum Beispiel, warum auch immer, würden als Assimilierungseffekt plus 5 pro befriedetes Dorf der Augenlosen auf Städte, also plus 5 Zufriedenheit. Oder die Kansanji würden geben plus 5 Einfluss. Nehmen wir mal Zufriedenheit. Assimilieren kostet 30. So, jetzt gehören sie zu uns. Also, jetzt muss ich mal gucken. Da wäre das Dörfchen von denen. Und wir können jetzt sogar hier die Einheiten von denen bauen. Weg damit. Der hat ein Level Up. Interessiert mich auch gerade die Bohne. Wir sind mal 3 von 6. Das gefällt mir nicht. Okay, wenn ich in einem Wintergebiet baue, dauern die Züge ja wirklich noch länger. Echt? In den Städten, ja. Ich baue hier schon seit... Also ich habe jetzt noch 11 Runden für die Goldextraktion. Die habe ich schon vor einigen Runden gebaut. Ich habe halt in einem Wintergebiet gebaut. Hast du denn, wie viel Industrie hast du denn da? 4. Ja, ist auch nicht gerade viel, ne? Ja, du hast Otto, ich habe schon Nahrung minus 3. Oh, das ist ja, das ist mies. Jetzt habe ich einen rüber in Industrie und habe plus 1, ja. Ja, das ist, war nicht so die gute Idee, da meine zweite Siedlung aufzubauen. Ich habe meinen zweiten noch in einem normalen. Unter mir ist aber auch ein Wintergebiet. Wie sieht's denn hier aus? Der läuft noch eine Runde, okay. Zugende. Scheiße, gleich kommt die Nachricht. Irgendjemand hat diese Tat vollbracht. Wie lange dauert eigentlich die Folge schon? Ja, die dürfte jetzt gleich zu Ende sein. 5 Minütchen. So, Forschungsära 2 erreicht. Mühlengießerei abgeschlossen, Kanalisation ist abgeschlossen, sehr schön. Na, wir können jetzt tatsächlich hier bauen, also forschen. Oh, Diplomatenvilla, da geben sich zwei die Hände. Erlaubt es dir, einen Friedensvertrag vorzuschlagen? Die habe ich schon gebaut. Bin ich auch schon fertig, also habe ich schon erforscht, so. Ja, hast du Sprachplatz oder Diplomatenvilla? Beides. Beides schon? Sprachplatz ist bei mir erster Baum und... Der Diplomaten ist zweiter. Genau. Ich habe beides. Was? Ich bin gerade jetzt... Achso, ja gut, ich habe vorhin noch was in den ersten gebaut. Ach, muss ich immer noch. Für die scheiß Quest. was baue ich denn dann noch? Ich brauche noch 3 Stück. Ja, leck mich doch fett. Das gefällt mir aber alles nicht. Wo war das mit dem Leads? Okay. Das kann dauern. Hier ist die Kanalisation fertig. Sehr schön. Imperiales Münzamt wäre natürlich sehr cool. Das bauen wir auch. Und da 8 Runden und schätze immer noch, dass die Führer umsünst sind. Mein Held hat ein Level abgemacht. Oh, die greifen meine Stadt an. Was? Nee, Quatsch, die laufen hier durch, die Augenlosen. So, 7 Runden und ich bin immer noch Dritter, das kann doch nicht sein. Warum bin ich denn Dritter? Ja, das stört mich. Ich könnte jetzt noch ein... So. 6 Runden, toll. Zugende. Ach ja, ach ja. Ach, mit den Typen. Kann ich mich noch bewegen? Kann ich nochmal angreifen? Siegt. So. Ich die auch vernichtet. Ja, wir bleiben natürlich auf Dust.
Jetzt gehen wir mal hier runter. 5 so. Runden, meine Fresse. Und ich bin immer noch Rang 3, das kann doch nicht sein. Wie viel soll ich denn noch da reinballern? Nee, das ist doch kacke. Für 624 kaufen. Ne, will auch nichts bringen. Zugende, Zugende. Scheiße. Wenn sich jetzt die Taten anderer holt, ist die Folge sofort zu Ende. 477. Oh, die greifen tatsächlich meine Stadt an. Oh. Timmy wird schon angegriffen. Ich glaube, ich muss mal. Ich glaube, ich muss hier mal ein paar Schlampen prügeln. Soll ich dir deinen Hipster-Schal rüberbringen? So, ihr könnt es mit eurem Auftrag vergessen, ich werde euch jetzt töten. Ihr Wichser. Kapotte kloppen. So. Gruppegeile. So, ausgelöscht. War eben vernichtet, so, Zugende. Sobald das vorbei ist, die Folge Ende, ich sag's euch. Dann lösche ich das Spiel. Fuck this. Fuck you! Fuck you! Wer war das? Welcher Bastard? Warte, wenn das jetzt hellblau. Okay, du warst es nicht, sonst wollte ich es jetzt vernichten. Diese Hurenböcke. Ich muss jetzt leider beleidigend werden. Diese Bastarde. Alles umsonst. Diese Wichsbeute. Das gibt es nicht. Ich bin gerade aggro hier. 14, sag ich euch. So, die Folge ist jetzt zu Ende. Tschüss, ich hab keinen Bock mehr. In der nächsten Folge seht ihr, wie Tim spielt. Ciao.